Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Statement des FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Lindner zu den Corona-Beratungen. Ja, meine Damen, meine Herren, die staatliche Verantwortungsgemeinschaft zieht jetzt die Notbremse. Unser Land geht in einen neuen Lockdown. Es kommt zu erheblichen Freiheitseinschränkungen, erheblichen Beschränkungen des öffentlichen Lebens über das hinaus, was wir seit einigen Wochen in Deutschland bereits haben. Diese Notbremse ist angesichts der Entwicklung der Pandemie nachvollziehbar. Die Notbremse ersetzt aber nicht eine dauerhaft durchhaltbare Strategie. Wir beklagen seit einiger Zeit schon, dass wir nicht die Möglichkeiten unseres Staates nutzen, um insbesondere die Risikogruppen wirklich zu schützen. Ältere Menschen, Menschen mit einer Vorerkrankung und Menschen, die in einer stationären Einrichtung untergebracht sind, tragen ein weit höheres Risiko als viele andere in unserer Gesellschaft. Und deshalb muss die nationale Kraftanstrengung, um das Wort der Bundeskanzlerin zu verwenden, darauf konzentriert werden, die Menschen in besonderer Weise zu schützen, die ein besonders hohes Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes haben. In dem Beschluss von Bund und Ländern sind Aspekte, die wir vorgeschlagen haben, aufgegriffen. Zuletzt war ja die Abgabe von FFP2-Masken an Angehörige der Risikogruppen bereits von der Bundesregierung aufgenommen worden. Jetzt geht es um eine bessere Praxis der Tests in stationären Einrichtungen. Auch das begrüßen wir. Aber das ist noch nicht die gemeinsame Kraftanstrengung, die wir wirklich brauchen, um die vielen Millionen Menschen wirklich zu schützen im Alltag mit unterschiedlichen Maßnahmen, die ein schweres Krankheitsrisiko tragen. Das wäre zugleich auch ein Schlüssel für eine dauerhaft durchhaltbare Strategie. Die jetzige Notbremse wird irgendwann gelöst werden müssen, weil die sozialen und wirtschaftlichen Folgeschäden immer enorm sind. Uns ist aber nicht klar, unter welchen Umständen und Bedingungen das erfolgen soll und wann. Wir glauben nicht daran mit der jetzigen Strategie, dass es möglich ist, nach dem 10. Januar in irgendeiner Form zu öffnen oder zu normalisieren, sondern wir richten uns darauf ein, dass es über den 10. Januar auf unabsehbare Dauer zu einer so dramatischen Beschränkung des öffentlichen Lebens kommt. Der Chef des Kanzleramtes hatte ja vor einiger Zeit bereits vom März gesprochen. Das scheint eine realistische Ankündigung zu sein, wenn es nicht zu einem Strategiewechsel kommt. Unser Angebot und zugleich unser Vorschlag ist, dass wir die nächsten Tage und Wochen dieses neuen Lockdowns nutzen, um gemeinsam eine dauerhaft durchhaltbare Corona-Strategie zu entwickeln. In ihrem Zentrum muss erstens stehen der wirkliche Schutz der Risikogruppen. Es ist für uns alle gemeinsam ein alarmierendes Signal, dass insbesondere in den stationären Einrichtungen bei betagten und hochbetagten Menschen die Zahlen jetzt so hoch gegangen sind. Das hätte man verhindern können und müssen, auch mit Maßnahmen, die man noch im November hätte einleiten können. Also erstens Schutz, wirklicher Schutz der Risikogruppen, zweitens Kontaktbeschränkung, Abstand, Hygiene, Luftfilter in der Gastronomie und in Schulen für die ganze Breite der Gesellschaft. Wir schlagen vor, FFP2-Masken mit hohem Schutzniveau in der Breite unserer Gesellschaft verfügbar zu machen. Bei den Menschen, die Angehörige einer Risikogruppe sind, nicht nur Abgabe in der Apotheke, sondern auf Wunsch auch Zustellung mit der Post. Und drittens, regionalspezifische Maßnahmen dort, wo es einen Hotspot gibt, wo es ein hohes Infektionsgeschehen gibt. Also im Frühjahr dann nicht mehr das ganze Land stilllegen, sondern dort, wo es ein dynamisches Infektionsgeschehen ist, spezifisch schließen. Wir müssen die Zeit dieser Notbremse nun nutzen als Investition in eine dauerhaft durchhaltbare Strategie. Wir sind zur Mitwirkung bereit, überparteilich mit Expertinnen und Experten und den Regierungen eine solche Strategie zu entwickeln und dann auch politisch gemeinsam zu tragen. Unsere Sorge ist, dass wir uns sonst von einem Lockdown zum nächsten hangeln, dass wir in eine dauerhafte Stop-and-Go-Politik kommen, die auf der einen Seite das Infektionsgeschehen nicht wirklich unter Kontrolle bringt, weil es immer wieder aufkommt, die nicht wirklich die Schwächsten unserer Gesellschaft, hochbetagte und erkrankte Menschen schützt und die trotzdem enorme soziale und wirtschaftliche Schäden produziert, die am Ende
auch die stärkste Volkswirtschaft überfordern würden. Und deshalb sollte diese Notbremssituation genutzt werden, um gemeinsam zu überlegen, wie wir das Jahr 2021 für den Gesundheitsschutz, aber auch für unser öffentliches, kulturelles und wirtschaftliches Leben besser nutzen, als das die letzten Wochen der Fall gewesen ist. Herr Lindner, die FDP hat ja lange die Linie vertreten, dass dieser harte Lockdown, der jetzt nun kommt, eigentlich nicht notwendig wäre. Zwei Fragen dazu. Stand heute mit den Zahlen, die wir heute haben, ist er nun doch notwendig? Und inwieweit ist er vielleicht nur deswegen notwendig, weil man in der Vergangenheit gepennt hat? An welchen Stellen? Es gibt zwei Strategien. Die erste Strategie ist das massive Runterfahren des Landes, Zahlen runterbekommen, um danach wieder Infektionsketten im Einzelnen nachvollziehen zu können. Und die andere Strategie ist der wirkliche Schutz der Risikogruppen, Kontaktbeschränkungen, regional konsequentes Durchgreifen bei stark steigenden Zahlen. Was wir in den vergangenen Wochen gemacht haben, ist eine Mischung, aber nichts wirklich konsequent. Wir haben Zweifel an der langfristigen Wirksamkeit eines solchen Runterfahrens. Es ist nicht durchhaltbar, sozial und wirtschaftlich nicht durchhaltbar. Und solange es nicht eine Gesellschaft gibt mit vielen immunisierten Menschen aufgrund von Impfung oder eigener Erkrankung, kann es ja immer wieder neu zu einem solchen Lockdown kommen. Wir sehen das in Frankreich, gingen die Zahlen runter, dann gingen sie wieder hoch, also neue Beschränkungen. Das ist das, was wir Stop and Go nennen. Deshalb raten wir seit längerer Zeit dazu, wirkliche Maßnahmen einzuleiten, um die Risikogruppen zu schützen. Die hat es bis dato nicht gegeben. Nach und nach werden auch Vorschläge, die wir schon vor Wochen unterbreitet haben oder vor Monaten gar, auch von der staatlichen Verantwortungsgemeinschaft übernommen. Das begrüßen wir. Aber dann sollten wir auch wirklich den Schritt gehen, echt die Risikogruppen so zu schützen, dass die steigenden Zahlen, insbesondere bei den hochbetagten Menschen, dass wir die nicht mehr sehen müssen. Weitere Fragen? Dann vielen Dank für Ihren Vertrag.